So, zum 209. Mal wird morgen das große Wiener Derby Austria gegen Rapid ausgetragen. Die Wiener Austria krebst zwar derzeit nur unter Anführungszeichen auf Rang 8 herum, sehr zum Leidwesen der violetten Fans, aber eines ist sicherlich gewiss, es werden wieder so etwa 20.000 bis 25.000 Zuschauer kommen, die werden zumindest erwartet, denn ein Derby, das große Wiener Derby, ist immer ein Zuschauermagnet. Ganz sicher so, dass wir wahrscheinlich nicht nur aufgrund der Tabellensituation Favorit sind, sondern ich glaube auch, dass ganz einfach die Mannschaft wirklich um einiges besser ist, personell besetzt natürlich, als es bei der Austria im Moment der Fall ist. Der beste Beweis für die grün-weiße Überlegenheit ist die Torausbeute der Violetten. Der einzige Schütze eines Austria-Derby-Tores in dieser Saison ist ein Rapidler. Christoph Radajczyk fixiert mit diesem Eigentor das 1:1 im ersten Aufeinandertreffen. Wenn Austria-Kapitän Andreas Ogris am Sonntag trifft, wäre es sein 100. Bundesliga-Tor. Ich denke über das eigentlich nicht nach, wie viele Tore ich jetzt geschossen habe. Ich will nur gegen Rapid anschießen und womöglich 3 Punkte machen. Was muss ich da ändern? Wie gesagt, noch kein Tor in der Saison von Ihrer Mannschaft gegen Rapid. Indem wir Tore schießen, das muss ich ändern. Wie? Indem wir den Ball in das weiße Kastel reinschießen. Ebenfalls bemerkenswert. Grün und Violett haben es heuer noch nie ohne Rot getan. Die nackten Zahlen. In 3 Spielen 4 Ausschlüsse. Naja, ich glaube, es war immer im Rahmen des Fairen. Und es wird auch sicherlich immer fair bleiben. Ob fair oder unfair, für einen ist die Zeit bei der Wiener Austria abgelaufen. Ja, im Fußballgeschäft, aber speziell im Trainerjob, passieren so viele Sachen, wo man sich am Kopf greift, wo man denkt, das kann es gar nicht geben. Diese Aktion mit dem Herrn Skocic, würde ich sagen, die kann man nahtlos da einreihen. Statt Wiener Schmäh gibt es jetzt bei der Austria schwäbische Motivationslehre. Jetzt, da ist Gold! Langsam, und hier, genau! Ja! Komm, wartet, lange wartet! Und jetzt gehen wir, genau so! Ruhig, und Sie, selber wechseln! Ja! Ja! Genau so! Ja! Der Favoritenrolle können wir leben, aber es ist doch ein Unsicherheitsfaktor. Insofern Austria hat einen neuen Trainer. Da werden neue Ideen kreiert, wird die Mannschaft neu motiviert, anders motiviert. Es wird vielleicht Umstellungen geben. Austria ist für uns eine Unbekannte. Auch wenn die Austria morgen für Rapid eine Unbekannte ist, manche Fragen und manche Antworten sind wohl vertraut. Bei jedem Interview vom Derby sage ich immer so, das Derby hat eigene Gesetze. Da werden die Karten ganz nicht gemischt. Da ist alles anders als bei den anderen Match. Wie viele so Derby-Forscherfragen haben Sie schon beantworten müssen? Genug. Gehen Sie denn schon auf die Nerven? Ja. Ja, und ich freue mich jetzt, den neuen Austria-Trainer Wolfgang Frank bei uns im Studio begrüßen zu dürfen. Herr Frank, normalerweise gratuliert man einem Trainer zu einem neuen Job, zu einem neuen Verein. In diesem Fall bin ich mir nicht ganz so sicher. 8. Tabellenplatz der Austria, ein bisschen Krise in der Mannschaft und noch dazu irgendwie der Trainersitz bei der Austria, ein Schleudersitz. Sind Sie sich dessen allen bewusst? Ja, ich denke, man kann schon gratulieren, weil ich ja einen Verein übernommen habe, der in Europa ein großes Renommee hat. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, hier zu sein. Und ich bin überzeugt, dass wir von dem 8. Tabellenplatz wegkommen und in naher Zukunft wieder, dass es wieder bessere Zeiten gibt für Austria Memphis. Sie haben sofort zugesagt, ohne überhaupt je einmal die Mannschaft gesehen zu haben. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Ja, es war natürlich so, ich bin in Verhandlungen gewesen mit einigen Vereinen in Deutschland, auch Erstbundesligisten, und das hat sich alles sehr hingezogen. Und als der Anruf aus Wien kam und die Austria ins Gespräch kam, war es natürlich für mich sehr verlockend. Und eigentlich war ja geplant, dass ich erst Ende Saison, also mit Beginn der neuen Saison anfange. Und da hätte ich ja viel Zeit gehabt, diese Mannschaft zu beobachten und so weiter. Und natürlich war es natürlich so, dass durch den kurzfristigen Einstieg von meiner Seite aus,
natürlich jetzt alles sehr, sehr schnell ging und ich eben die Mannschaft noch nicht spielen sehen habe. Mhm. Ihr erster Eindruck im Training von der Mannschaft, vor allem jetzt auch im Hinblick schon auf das morgige große Spiel, das Derby hat in Wien eine große Bedeutung, das werden Sie vermutlich jetzt bereits schon wissen. Ihr erster Eindruck von den Spielen? Ich habe gehört, dass das Derby natürlich das Maß aller Dinge ist hier, das ist klar. Die Mannschaft hat auf mich einen sehr positiven Eindruck gemacht. Natürlich ist es die ganze Woche durch den Trainerwechsel, durch das Länderspiel, U21 waren einige Spieler weg, dann der Pfeffer war weg zum A-Länderspiel, dann haben einige Spieler noch eine Aufgabe gehabt in der Trainerausbildung. Wir haben uns eigentlich erst am Freitag alle getroffen und der Eindruck ist eigentlich sehr positiv und es fiebert eigentlich jeder, das merkt man schon von den Spielern auf das Derby hin und wir werden da sicher eine gute Figur abgeben, da bin ich ganz sicher. Wie würden Sie sich eigentlich selbst als Trainer charakterisieren? Es gibt strenge Trainer, weniger, manche, die also sehr viel auf das Offensivspiel Wert legen, auf das Defensivspiel. Wie würden Sie sich ungefähr einordnen? Ja, es gibt natürlich immer so Ansichten, da wird man in eine Schublade geschoben als Trainer, hart und kompromisslos und so weiter. Ich war als Spieler sehr schwierig und deshalb habe ich mich auch angewöhnt, versuche immer wieder auch so in die Seele der Spieler zu blicken. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man das Vertrauen der Spieler braucht und einfach im Gegenzug ganz brutal auch Leistung einfordern muss und da auch manchmal harte Entscheidungen treffen muss. Aber ich denke, es muss auch Spaß machen, die ganze Geschichte. Es muss auch was rüberkommen vom Trainer zum Spieler und umgekehrt. Und ich glaube, dass mir das gelungen ist in den letzten Stationen, wo ich war. Und so wird das auch hier sein, da bin ich ganz sicher. Haben Sie ein Vorbild als Trainer? Nicht unbedingt. Ich habe unter Trainern trainiert wie Branko Sebec, Udo Lattek, Otto Rehhagel. Und ich denke, man darf keinen kopieren. Man muss seinen eigenen Weg gehen. Aber dass das natürlich einen gewissen Einfluss hat, das ist nicht zu bestreiten. Zum Abschluss noch, schon im Hinblick auf die kommende Saison, werden Sie viele Spielereinkäufe fordern vom Vorstand? Wollen Sie viele neue Spieler oder wollen Sie sich eher mit den jetzigen Spielern, mit den jungen Spielern beschäftigen? Vieles wird davon abhängen, wie die letzten Spiele jetzt ablaufen. Man muss den Jungs auch Vertrauen geben, vor allem den jungen Leuten. Und dann wird auch davon abhängen, wie sich der Andi Okris entscheidet, ob er da bleibt, was ich mir sehr wünschen würde. Und dann muss man erst mal gucken, wie das aussieht vom Bestand her. Es wird sicher die ein oder andere Veränderung geben, aber darüber jetzt zu sprechen oder abschließend zu sprechen, wäre zu früh. Okay, ich wünsche Ihnen alles Gute, dass es Ihnen in Wien gut gefällt. Viel Erfolg, Dankeschön fürs Kommen. So, und wir kehren zurück zu den heutigen Spielen. 2:2 in Lien.